The following video is rated PG. Moin Leute, willkommen in Tyria. Willkommen bei Guild Wars 2. Ich erstelle mir heute mal einen neuen Charakter für Guild Wars 2. Und ja, für die Leute, die es nicht kennen, ist es, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Ja, kommt hin. Mir macht Spaß, hat nettes Design. Fangen wir mit der Charaktererstellung an. Ich wollte einen Norn nehmen. Genau, ich kann ja nochmal zeigen, was es gibt. Es gibt die Char. Große Wölfe. Menschen natürlich. Norn sind eigentlich auch Menschen, nur größer und können sich in Tiere verwandeln. Die kleinen Asura sind recht intelligente Wesen. Und die Sylvari sind halt vom Baum, stammen vom Baum ab. So, ich erstelle mir halt einen Norn. Und zwar, was nehme ich denn? Es gibt, ja, Elementarmagier. Gott, männlicher Elementarmagier sieht scheiße aus, ey. Nee, nee, nee. Aber trotzdem, ich will mal wieder einen Ille haben. Nee, groß. Groß muss er sein. Und kein Bär. Kein Bär. Das passt nicht zu einem Elementarmagier. So. Wie mache ich ihn dunkel? Oh mein Gott. Nein, nicht dunkel. Schön blass. Blass ist gut. Vielleicht sogar weiß. Gibt's hier weiß? Nee. Es gibt kein richtiges Weiß. Schade aber auch. Man kann den auch noch Tätowierung geben. Warte, konnte man hier Rüstung ausblenden. Oh Gott, der sieht ja immer noch aus wie ein Bär. Nein. Nee. Nee. Der hat seltsame Tätowierung. Nee. Das. Nee. Ich glaube, ich nehme das von da vorne. Das sah ganz nett aus. Ein bisschen an den Armen. Nicht im Gesicht. Und schwarz. Schwarz. Mir gefällt der Editor hier recht gut. Man kann ziemlich viel einstellen. Auch, wie man später sehen wird, bei dem Gesicht. Man kann halt jede einzelne Gesichtsform einstellen. Nase. Man kann die Winkel des Mundes einstellen. Ziemlich cool gemacht. Nee. Allerdings gibt es ja auch sehr hässliche Gesichter. Sehr, sehr hässlich. Die Haare. Die Haare. Oh Mann. Ich weiß nicht, es verlockt mich immer bei diesem Spiel, Charaktere zu erstellen, die einfach nur lustig aussehen und wo man nur drüber lachen kann. So. Oh ja. Pink. Nein. Wir nehmen dunkelbraun. Dann. Was habe ich hier? Die Behaarung. Ein Norn muss bärtig sein, finde ich. Sieht sonst. Da fehlt sonst was. Ja. Sieht lustig aus. Nehmen wir den. So, und jetzt kommt das, was ich meinte. Man kann hier halt alles Mögliche von links nach rechts verschieben, um die Augenwinkel einzustellen. Jetzt kann man sie bösartig aussehen lassen oder freundlich. Wie man möchte. Hier erstelle ich denn meinen ein bisschen. Nein. Böse? Freundlich?
böse. Nein, so. So guckt er ein bisschen böse drein. Und perfekt. Was gibt's denn so für Augenfarben? Meergrün. Nee, sieht, das passt nicht zu ihm. Ein dreckiges Grün. Die Norde. Gucken wir doch von der Seite drauf. Nase rumpfend. Ein wenig gedrängt. Und ja. Perfekt. Und ein wenig gebogen. Lass ich so. Eigentlich finde ich das Gesicht ganz schön so. Ich glaube, das lasse ich sogar. Ja, ich lasse es so. Dann kommen wir zur Rüstung. Man kann verschiedene die verschiedenen Teile anders anmalen. Kriegt auch später noch zusätzlich neue Farben dazu, die man halt von Monstern gedroppt bekommt. Ja. Sind sogar sehr selten dabei. Jetzt hier zum Beispiel sieht man da kein Weiß, kein Schwarz. Das sind halt sehr, sehr seltene Farben. Ich erstelle sie mal ziemlich eintönig. So, dass es gleich aussieht. Genau. Genau, und jetzt kommen wir zu diesem Teil. Das ist, man muss halt noch ein paar Fragen beantworten. Denn man hat hier halt eine Charaktergeschichte, die sich je nachdem, was man hier am Anfang aussucht, halt verändert. Und die verändert sich halt auch mit den Entscheidungen, die man im Spiel trifft. Und ja, es ist halt recht nett gemacht. Ich bin natürlich Feuer. Schön verbrennen alle. Ja. Situationen meister ich natürlich mit Würde. Meine wichtigste Eigenschaft ist die notwendige Stärke, um uralte Feinde zu besiegen. Schleue, um die Geister zu schützen. Oder Intuition, um die Nebel zu bewachen. Das würde eher zu einem Dieb passen. Ich finde, Schleue passt zu den Elementarmagiern. Ich meine, sind ja recht wissbegierig. Bei einem festlichen Bierrat neulich in Höhlbrak bin ich in Ohnmacht gefallen. Bin ich in einen Kampf geraten. Habe ich ein Erbstück verloren. Ich sag mal, ich habe ein Erbstück verloren. Romkes Horn. Als ich noch sehr klein war, hatte ich eine Vision. Ein Geist der Wildnis sprach zu mir und bot mir seinen Schutz an. Dieser Geist war die große Bärin, die Schneeleopardin, der Wolf oder der Rabe. Das passt nicht. Genau. Ach, der Wolf. Ich mag den Wolf. Oder? Ja. Ich nehme den Wolf. Jetzt kommt zum schwierigsten Teil der Name. Wie nenne ich dich? Nenoi. Nenoi. Beer Rape. Ja. Ja. So. Genau, damit haben wir jetzt den Charakter erstellt und hören uns infolgedessen, wo ich jetzt mal ein wenig still sein werde, die Geschichte zu ihm an. Man erfährt halt noch ein wenig was über ihn. Viel Spaß dabei. Geht's los? Ah.
So, damit kann es dann auch schon direkt mal losgehen mit der großen Jagd. Das ist halt eine kleine Einführungsstory. Dieses Gebiet verlässt man halt auch direkt, nachdem man es beendet hat. Soll halt einem nur den Einstieg in das Spiel zeigen, wie man es spielt. Und ich hoffe, der lädt jetzt mal fertig. So, und gleich mal ein kleines Begrüßungskommando direkt vor mir. Ihr könnt ruhig Hallo sagen. Genau. Hallo. Fabian hat alles versaut. Oh ja. Er darf gehört zu Was? tanzen. Genau, ich Tasten spiele bitte. heute nicht allein was. Nee, neu. Nee, neu, Bear Raper. Ja? Nee, neu, der Bärenvergewaltiger. Ernsthaft? So. Mongo. Falls ihr sie nicht erkannt habt, wir spielen hier jetzt mit Fabian, Maike, Antje und mit Lukas. Warum nennst du mich als letztes? Du bist ein Arsch, weißt du das? Tja. Ja, irgendeiner muss ja zuletzt genannt werden, Lukas. Ja, aber ich nicht, ich True bin der Story. König. Du be Ich sehe gerade, meine Frames sind etwas seltsam. Ja, ich meine, 15 Frames sind nicht so cool. Aber egal, es geht noch. Man kann spielen. Ich sollte mich mal an dieser Stelle kurz entschuldigen. Mir fiel auf, ich habe das. Halt auf rumzugrölen. Ich habe die Sprache vorhin umgestellt und bei Guild Wars ist es leider so, bis man das Spiel neu gestartet hat, hat man dann keine Stimmen. Deswegen war gerade das die Einleitung ohne Stimme. Tja, ich stelle das gleich einmal kurz um, indem ich das Spiel neu Ja, aber da waren starte. noch Untertitel. Ja, man, es waren halt Untertitel dabei, deswegen macht es halt nur halb so schlimm. Deswegen musste ich jetzt einmal kurz Guild Wars neu starten. Need for Damit. Speed? Warum muss ich Need for Speed verstehen? Hört zu, du! Deswegen muss ich einmal Ja, muss kurz ich Guild auch Wars neu sometimes. starten. Denn Stimmen zu hören wäre ganz cool. Bis gleich, tülüt. So, Hier. herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt Boah, mal ein wenig sag bloß, da steckt umgestellt. da mehr Verletzungen und Und wir hören Verstümmelungen auch als gleich sonst. mal Leute Nach einer halben reden. Stunde. Oh ja. Denn es gab ein tolles Update, während wir gespielt hatten. Wenn man Die das fünf Internet Minuten. hat. Seid So, gegrüßt, ich höre jetzt Heldin. den. Kommt ihr, Also. um an der diesjährigen großen Jagd teilzunehmen? Aber natürlich. Sagt mir einfach, was ich tun soll, und dann tretet beiseite. Jagt die wildesten Tiere, die ihr aufspüren könnt, und holt euch Trophäen von ihnen. Die besten präsentiert ihr dann Ido, dem Gerber, um euren Wert zu beweisen. Wer die beste Trophäe hat und am tapfersten ist, wird zur großen Jagd eingeladen. Knut Weißbär meinte, die diesjährige Veranstaltung dürfte eine der gefährlichsten werden. Ich habe gehört, dass selbst die berühmte erste Galkin teilnehmen könnte. Ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. Genau, die Ja, wir große können marschieren Jagd. Was gehen. habe ich denn hier? Oh, endlich. Nice. Oh, Mathe. Was muss man denn machen? Gib mir mal. Wo müssen wir längs? Lukas! Genau. Erstmal was die Augen gehen. Okay, von der Finde ich auch gut. Guck mal, Ostern. da ist ein Vogel. Ogel. So, wo seid ihr denn? Nein, wir brauchen größere Beute. Hier, ich bin Ja, bei Lukas. größere Beute. Wir holen uns den Minotaurenbullen. Wo ist denn hier Sprecht Minotaurenbulle? mit. Geht auf die Jagd und sammelt Trophäen Ich von finde, wir schwärmen aus. einem grausamen Eber, einem eulengreifenden Patriarch und. Oder einem. Ah! Okay. Nur noch 10 Minuten Taubenbullen. Wo ist der? Weißt du das? Da hinten ist er. Ich habe ihn gefunden. Hammergeil! Holen wir ihn. Bam, 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 bam. Der ist ganz Feuer! groß. So, kleine Kurzinfo zum Ah, das Elementar heißt. Magier. Man kann hier unten, wie man da sieht, später kommen noch zwei andere, zwischen den Let's Elementen play. hin und her switchen. Event war erfolgreich. Oh, ich habe eine neue Ja. Fähigkeit freigeschaltet. Oh, ich auch. Was kann die? Auch. Boah, Kann ich habt ihr das Soll ich? gesehen, meine Attacke gerade? Nein. Nee. Ich bin so wie Twisted Fate, ey. Mit den geilen Karten. Jetzt guck mal auf mich. Mit Twisted Fate. Leute, soll ich noch ein bisschen was zum Spiel erklären? Ich kann vergiften. Leute. Oh. Ja? Soll ich noch ein bisschen was zu dem Spiel erklären, zu der Spielweise hier, zu dem Konzept? Das ist ein weißer Moor.
Ja, mach das doch einfach, Chaos. Genau, dann mache ich das nämlich mal. So, genau, es gibt halt hier unten eine tolle Liste mit 10 Fertigkeiten. Gibt halt hier links die 5, die von den Waffen bestimmt werden. Hier kann rechts wir dann vorgehen? 5, die man sich selber auswählen kann, wo ich momentan halt noch keine für habe. Werden mit der Zeit noch freigeschaltet, die anderen Plätze. Ja, ganz rechts ist einer, der halt, ist halt ein Elite-Skill. ja, macht halt noch ganz besondere Dinge. Ich habe jetzt hier gerade nur 3 mögliche, weil ich halt nur eine Einhandwaffe habe. Könnte mir noch eine Zweihandwaffe dafür holen, einen Fokus oder so, und dann hätte ich auch die anderen belegt. Und ja, es gibt dann halt, je nachdem welche Waffe man hat, andere Fähigkeiten. Beeilung, Ido. Ich will beim Bierrad sein, bevor Kegel wir können uns das bestimmt später mal angucken. Erstmal den Dialog. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Lederer hier. Ido, mein Name. Ihr erlegt sie, ich stopf sie aus. Trinken, singen und prahlen. Herrlich, so ein guter, altmodischer Bierrat. Andere heben sich das Feiern für Feiertage auf. Aber ich sag immer, jeder Tag, den man am Leben ist, muss gefeiert werden. Hey, Knut, seht euch diese eindrucksvolle Trophäe an. Sie ist der großen Jagd würdig, sag ich. In der Tat. Ihr seid geübt genug, eure Beute zu besiegen und klug genug, ihre Geister zu verehren. Ihr habt es verdient, dieses Jahr an der großen Jagd teilzunehmen. Ich habe eigenhändig Isomir hierher gebracht, den mächtigen Wurm. Er wartet oben auf dem Plateau auf jemanden wie euch, der ihn zum Kampf fordert. Die große Erste Galkin bewacht ihn, bis die Jagd beginnt. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr mit den anderen zum Plateau oberhalb des Tals ziehen. Dort werdet ihr euch Isomir stellen und ihn besiegen, wenn ihr könnt. Das kann ich und das werde ich. Dort wird meine Legende beginnen. Oh ja. Auf zum Atem. Ja. Ach ja, wir mussten da hin. Ich hab das übersprungen. Ah, okay. Oha. Warum wartest du nicht auf uns? Ah, nee, da bist du ja. Ich überspringe hier keine Dialoge. Ach, da oben. Sonst verschleie ich hier noch ein wenig die Geschichte. Ja, das wäre echt scheiße. Ja, wäre es auch. Was ist das da eigentlich? Ach ja, das war ein Heilskit. Genau, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Vor allem für Dustin, weil er sich das angucken wird. Stimmt. So, weil ich noch nicht ganz fertig war mit dem... mit der Leiste. Hey, ich hab noch einen neuen Tag. Skill 6 ist immer ein Zauber, der zum Heilen da ist. Und mach uns die Tür auf. Aber oben wird wahrscheinlich noch gerade gekämpft. Verflucht. An der feierlichen Rauferei teilnehmen, Leute. Los, mitmachen. Oh ja! Drauf da! Twisted Fate Attacke! Twisted Fate Attacke, du hast zu viel League of Legends gespielt. Es sieht voll so aus, guck mal! Ja, nun, das ist keine Karten, sondern Messer. Das sind Äxte. Äxte? Ich hab nicht genau hingeguckt. Oh, was kann denn Fähigkeit 3? Hast du die noch nicht? Drachenzahn, mal gucken, was Drachenzahn ist. Ah! Zu einfach. Lol, was war das denn für eine OP-Attacke? Du willst mich verarschen, Carsten. Ich meine Drachenzahn hier. Ja. Die ist cool, ne? Die kann ich gleich nochmal machen. Boah, Junge, alle erwischt. Oh, da sind sie weitergelaufen. Okay, das hab ich ganz vergessen. Ja. Da sind noch mehr. Jetzt mache ich aber. Oh nein, sie sind schon wieder weitergelaufen. Oh, du bist so einfach. Ey, aber die hinteren beiden haben was abbekommen. Also sag nichts. Wiedersehen. Ah, Guten Tag. Wo hast du? Raufbolden. Große Bilder. Elch. Oh, ich mach ja vom Monos. Elch. Bam. Elch. So. Hart umgenatzt, sag mal so. Oh, ist ja immer noch geschlossen. Ja, noch mehr! Jawohl! Ja, ein Event war erfolgreich. Ey, da war noch aber gerade noch... Oh, das Tor ist auf. Das Tor ist auf! Nice. Lasst mich mit, lasst mich mit. Carsten, vielleicht sollte man nochmal sagen, wer wie heißt hier. Ey, das ist eine gute Idee, weil ich hab selber nicht so die Ahnung. Ich glaube, Ophelia ist wahrscheinlich Antje? Die hat mich ein bisschen an Katharina. Eli, Mori, warte. Hier steht Morticia. Ist Maike. Ja, genau. Warte. Yon Raven Whisperer ist wahrscheinlich Fabi.
Mhm. Oh, und Edron Grappa ist dann natürlich Lukas. Das ist Erdon. Erdon? Edron ja. Steht da. Ja, meine ich ja. Sieht mit dem Rudel. In den Augen des Wolfes sind wir alle Geschwister. Ja, mit dem Wolf. Oh ja. Dann können wir uns wann können wir uns in Tiere verwandeln? Später. Ja, kämpft mit der Stärke. Weiß ich nicht, können wir sehen. Ey, hier ist jetzt der Boss, ne? Psst! Das war doch geheim! Das was haben die doch nicht. Gesagt. Das haben die gesagt? Eine, fuck, ich hab nicht zugehört. Erstmal eins, dann drüber nachdenken.